Wie man sieht, ist hier noch sehr viel Wasser, sehr viel Verwüstung zu sehen. Ich bin hier in Praia Nova in Mosambik, wo Zyklon Idai vor kurzem ganze Gebiete verwüstet hat und die Situation ist wirklich noch immer katastrophal. Über 400 Menschen sind gestorben, Tausende werden noch vermisst, Tausende sind verletzt. Über 90.000 Menschen sind mittlerweile in Notunterkünften. Care ist hier, damit wir sauberes Trinkwasser leisten können und Hygienepakete. Das ist momentan am meisten gefragt, weil es sehr einfach zum Ausbruch von Krankheiten kommen kann. Wir sind hier bis zum Ende dieser Krise und wir brauchen unbedingt mehr Unterstützung. Jeder Euro zählt. Vielen Dank.